Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schönen Abend, liebe Gäste hier in dem Hugo. Schönen guten Abend zu Hause an den Bildschirmen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Sendung des offenen Kanals Gera. Das heutige Thema ist ein brisantes. Es geht um das Thema Migration, um Einwanderung. Es geht um das Thema Asylbewerber. Es geht um die Frage der Verantwortung der Kommunalpolitik im Umgang mit dem Thema. Eine brisante Auseinandersetzung steht bevor. Ehe ich Ihnen die Gäste des heutigen Abends vorstellen kann, gibt es ein paar kurze Bemerkungen zum Thema und im Anschluss sehen wir einen kurzen Film von 2 Minuten zur Einführung. Im Anschluss daran werde ich die Talkgäste hier begrüßen. Nicht, dass Sie jetzt einen Schreck bekommen und denken, der macht das hier alles alleine. Ich stelle mich vorsichtshalber schon mal vor. Mein Name ist Bernd Stoppe. Ich werde diesen Abend heute moderieren. Heute ist ja der 8. Mai. Wenn man über das Thema Rassismus spricht, und das findet das Gespräch auch noch am 8. Mai statt, muss man notwendigerweise daran erinnern, an das finsterste Kapitel deutscher Geschichte, wo der Rassenwahn ideeller Antriebsmotor gewesen ist, um Millionen von Menschen, weil sie nicht in dem zum Typ des Arias passten, umzubringen. 6 Millionen Juden, 500.000 Sinti und Roma, geistig und körperlich Behinderte, eine grausame Geschichte. Und am Ende stand das warnende Wort: Wehret den Anfängen. Rassismus ist ein fortwährendes Thema. Das wird uns heute auch deutlich werden, wenn wir unsere Talkgäste dann befragt haben. Woher kommt überhaupt Rassismus? Das hat ja was mit Migration zu tun. Und Migration, sagen die Wissenschaftler, ist ein fortwährender Prozess des Ortswandels, des Wohnsitzwechsels aus ökonomischen Gründen, aus kulturellen Gründen, aus politischen Gründen, aus religiösen Gründen. Es ist ein die Menschheitsgeschichte ständig begleitender Prozess. Viele tun ja so, als ob Migration plötzlich über uns hereingebrochen ist und etwas völlig Neues wäre. Migration hat es immer gegeben. Es hat ja auch Deutschland ist ein ja, Migrationsland. Bevor Deutschland zur Nation geworden ist, gab es die Thüringer, die Sachsen, die Bayern. Man war Fremder faktisch im eigenen Land. Auch heute noch hat man manchmal den Eindruck, wenn jemand aus, sagen wir mal, aus Stuttgart nach Gera kommt, kann es schon passieren, dass ihm kulturelle Besonderheiten vorgehalten werden und vorgeworfen werden. Er hat dann manchmal das Gefühl, ja, mir geht's so wie meinem farbigen Kollegen neben mir, der hört sich wahrscheinlich ähnliche Dispute an. Also, wie ernst ist das Thema Rassismus? Durch die Migration erfährt natürlich die Gesellschaft eine Spaltung. Die Menschen, zu denen eingewandert wird, bekommen das Gefühl, sie werden, ja, hier ist was völlig Neues, etwas Fremdes, man fühlt sich bedroht, es gibt eine Konkurrenz um knappe Ressourcen. Und man begegnet den Neuen natürlich mit entsprechender Ausgrenzung, mit Abwehrhaltung, mit Angst, auch mit Vorurteilen. Das hat es immer gegeben. Das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal für die deutsche Kultur. Das gibt es europaweit, das gibt es auch in anderen Ländern. Es ist auch nicht nur eine Eigenart der Deutschen. Es gibt auch in der muslimischen Einwanderungsgesellschaft in Deutschland unter muslimischen Migranten zum Beispiel einen verstärkten Antisemitismus. Das muss man auch also feststellen. Wenn wir uns generell anschauen, worüber beklagen sich eigentlich Migranten? Sie beklagen sich darüber, dass es in Deutschland, wie Sie sagen, an der Willkommenskultur mangelt. Es mangelt an der Willkommenskultur. Sie fühlen sich von den Behörden ja nicht als willkommen empfangen. Sie fühlen sich beargwohnt. Da gibt es eine ganze Reihe von Studien und Live-Berichten dazu. Sie fühlen sich von der Polizei besonders beobachtet. Da gibt es ja, spezielle Kontrollen in der Öffentlichkeit. Und sie fühlen sich von der hiesigen Gesellschaft, von der Bevölkerung oft also auch argwöhnisch beäugt und ihnen wird mit Misstrauen begegnet. Das sind Berichte, die man vielerorts lesen kann. Und die Studien der Soziologen belegen das ebenfalls. Da ist also viel dran zu arbeiten. Und es ist nicht nur das Empfinden der Migranten, der Asylbewerber, der Flüchtlinge, die zu uns kommen oder der Ausländer.
die zu uns kommen. Das belegen also auch immer wieder Studien und Ergebnisse. Die Europäische Kommission ermahnte Deutschland, mehr zu tun, um eine Willkommenskultur zu schaffen, mehr zu tun, um Rassismus entgegenzutreten. Es hat gegeben eine Konferenz der Minister im März diesen Jahres 2014. Und das heißt hier, Deutschland muss sich klar zur Zuwanderung bekennen. Integrationsministerkonferenz in Magdeburg hat einen Appell verabschiedet und die deutsche Gesellschaft aufgefordert, endlich dafür zu sorgen, dass hier eine Willkommenskultur entsteht und Migranten und Zuwanderer, die zu uns kommen, nicht das Gefühl haben, sie sind willkommen. Diese Studien werden ergänzt durch eine andere Untersuchung. Es gibt für Thüringen eine Untersuchung, ganz aktuell. Hier wird festgestellt, ja, Thüringen mit vielleicht 2% Migranten. Hier wird festgestellt, dass diese sich ebenfalls nicht willkommen fühlen. Ihnen wird mit Ausgrenzung begegnet. Es fehlt an Willkommenskultur. Das kann man immer wieder lesen. Wir brauchen eine Willkommenskultur. Und da gibt es weitere Untersuchungen, die das belegen. Es gibt Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung, es gibt den Thüringen-Monitor, die nun mal genau nachfragen, ja, wie sieht es denn eigentlich aus mit den Stimmungen gegenüber den Ausländern? Und wenn man sich die Zahlen ansieht, da ist man schon einigermaßen dann erstaunt, wenn man feststellt, wie hoch der Prozentsatz derjenigen ist, die sagen, Deutschland ist hoffnungslos überfremdet, wir haben zu viele Ausländer und ich fühle mich bedroht von der fremden Kultur. Das sind beängstigende Zahlen. Die Zahlen vom Thüringen-Monitor 2012 kann man sich im Internet ansehen. Das muss ich jetzt hier nicht im Einzelnen also vortragen. Insgesamt muss man sagen, dass natürlich die Zahlen insgesamt für Thüringen weit unter dem Durchschnitt in Deutschland liegt. Gera liegt noch einmal darunter. Wir haben in Gera etwa 4.800 Menschen mit Migrationshintergrund, das sind also knapp unter etwas bei 5%. In anderen Thüringer Städten ist das ähnlich. Thüringen liegt damit weit unter dem Durchschnitt in Deutschland. Was Migranten zum Teil zu hören bekommen und Asylbewerber zu hören bekommen, wenn sie einem Menschen, der selbst von sich sagen würde, ich bin kein Rassist, aber eigentlich bin ich ein guter Zeitgenosse. Das sehen wir uns jetzt an auf einen Film, der 2 Minuten dauern wird und danach gehen wir in die Diskussion. Danke. Ach, hallo. Na, wie geht's? Bist du schon lang hier? Hab dich gar nicht kommen hören. Hast dich wohl reingeschlichen, was? Sitzt du bequem? Entspannt und unverkrampft? Du siehst so verloren aus. Wer hat dich eigentlich eingeladen? Ich meine, hast du nichts zu tun oder was glaubst du, hast du hier zu suchen? Oder denkst du etwa, du wärst hier willkommen? Du kleines Nichts. Hast die Dreistigkeit, hier aufzutauchen, dich hier auszubreiten, dich hier auszuleben, ohne Rücksicht und auf unsere Kosten? Du Schmarotzer, du Parasit, du... Verstehst du überhaupt, was ich sage? Hä? Du Untermensch? Verstehst ja noch nicht mal unsere Sprache. Eigentlich, da bin ich ja kein böser Zeitgenosse. Aber du... Du gehörst hier nicht her. Also hau jetzt ab! Raus hier! Geh nach Hause, wenn du noch weißt, wo das ist. Also ich kenne ja mein Vaterland und... Rassismus ist ein Verbrechen und keine Denkweise. Ja, ich darf Ihnen die Gäste vorstellen in alphabetischer Reihenfolge.
Sie sind allesamt Vertreter der Parteien, die hier zu den Kommunalwahlen kandidieren. Und es geht ja auch darum, welche Herausforderungen Sie sich gestellt sehen für den Fall, dass Sie erfolgreich die Kommunalwahl absolvieren können. Das ist einmal Marcel Wohlmann für die Linke, Herr Uwe Heimowski für die CDU, das ist Herr Kneisel für die Bürgerschaft, Freibürgerschaft Gera, das ist Frau Tanja Toss für die SPD und das ist die Frau Ines Wegner für Bündnis 90 Die Grünen. Mein Name noch einmal ist Bernd Stoppe. Ich werde diese Sendung heute Abend moderieren. Ja, einige von Ihnen haben auch schon die Gelegenheit genutzt, erste Fragen zu stellen. Das freut mich. Sie können die nächsten dann einreichen und bei passender Gelegenheit werde ich die Fragen vortragen. Jetzt erst einmal meine Frage zu dem Film. Was hat Sie daran beeindruckt? Was hat Sie verstört? Ist das typisch oder ist das alles maßlos übertrieben? Sie haben ja Ihre Ausführungen begonnen mit vielen Erhebungen. Also typisch ist es für Deutschland nicht, aber es gibt es, das weiß ich, in einem hohen Maße, gar keine Frage. Wir sind in einer Runde, außer Herrn Buhlmann kenne ich alle ganz langjährig, und wir sind in der Regel auch immer vertreten gewesen in allen möglichen Gremien, die sich also ausdrücklich gegen das gewendet haben, in unserer Stadt Gera, was hier dargestellt wird. Es ist eine schwierige Diskussion, weil ich glaube, keiner von uns ist also auch nur am geringsten in dem Verdacht, sich dem irgendwo vom Gedankengut in irgendeiner Weise zu verinnerlichen, anzuschließen oder was auch immer. Deswegen hätte ich einfach auch mir einen anderen Start gewünscht, aber Sie wollten das so beantwortet haben. Ja, ich würde die gleiche Frage dann an Marcel Buhlmann weitergeben. Ja, also kurz zu dem Film. Ich glaube, wir alle kennen das, dass Menschen so auftreten und sich auch ein bisschen reinsteigern. Der hat ja auch relativ normal, sage ich mal, angefangen, so dass man nicht direkt wusste, um was es eigentlich geht. Sowas begegnet uns leider im Alltag, denke ich, häufiger. Und oft auch beginnen solche Menschen ihren Satz mit, ich bin ja kein Nazi, aber. Ja, was halt ich zu der Einführung noch dazu sagen wollen würde, was halt auffällig ist, auch im Thüringen-Monitor, ist, dass es besonders dort viele Ressentiments gegen Menschen aus anderen Ländern gibt, wo es wenig Menschen aus anderen Ländern gibt. Das ist auffällig. Und ich denke, da ist auch ein grundlegender Ansatz, wo man dran arbeiten muss, nämlich an der Begegnung, am Zusammenkommen mit möglichst, ja, zwischen den, ich sag mal, alteingesessenen Einwohnern und eventuell Zuwanderern, dass man da auch ein Verständnis einfach schafft. Und ich glaube, auf dem Weg muss man sich bewegen. Ja, wir machen die Reihe um. Ja, Ihre Frage war, ob das typisch war. Das würde ich verneinen. Ich glaube nicht, dass das, was wir gesehen haben, typisch ist, aber dass das, was wir gesehen haben, gibt es. Und allein der Umstand, dass es das gibt, dass es Leute gibt, die so offen rassistisch sein können, ist natürlich eine Tragödie. Wir haben hier in Gera damit zu kämpfen. Wir haben dieses unsägliche Rock für Deutschland-Konzert und andere Dinge, wo Leute wirklich offen, fremdenfeindlich, rassistisch, nationalsozialistisch auftreten. Das ist eine Katastrophe. Das eigentliche Problem hinter dem Rassismus ist aber das viel subtilere, nämlich nicht nur da, wo man quasi offen dem begegnen kann, sondern wo Menschen kategorisiert werden, wo ein Freund von meinem Sohn schwarz ist und jemand spricht ihn an und sagt, ah, das ist toll, dass ich mal einen von euch treffe, ich finde das so klasse, dass ihr alle so toll Basketball spielt. Und was läuft denn damit? Ihr alle und weil ihr schwarz seid und so weiter. Also was da transportiert wird in unserer Gesellschaft, das finde ich das viel, viel gefährlichere und auch viel unbewusstere. Und das, glaube ich, ist leider, davon ist unsere Gesellschaft ziemlich stark durchdrungen. Mhm. Ja, danke schön. Ja, gut, der Freund meines Sohnes, der bekommt andere Sachen zu hören und das ist sehr unangenehm, nur weil er wirklich tatsächlich ein wenig anderes Aussehen hat. Bis vorhin hätte ich gesagt, ich kenne das so nicht, was du sagtest, das ist typisch, was jetzt hier gelaufen ist. Marcel Buhlmann, Tanja Toss und ich, wir waren gerade in Greiz und wir haben es gerade live erlebt. Der Kandidat der Rechten dort hat gepöbelt in einer Art und Weise, die Worte, ich kann das gar nicht wiederholen, es war ganz schlimm und ganz dramatisch und da war der Film, auch da war der nichts dagegen. Es war ganz schlimm. Ich würde da ganz gerne noch was ergänzen. Das Schlimme in Greiz ist, dass dieser Mensch dort tatsächlich auch unter den vermeintlich normalen Bürgern mittlerweile eine ganze Menge Anhänger auch findet, die
zwar auch auf so einer Kundgebung ein bisschen entfernter stehen, ihm aber zuhören und letzten Endes nicken und zustimmen, auch wenn sie das nicht so offen zeigen, wie jetzt auch das Beispiel in dem Film. Also wir haben da, denke ich, ein gesamtgesellschaftliches Problem und deswegen ist auch wichtig, dass wir da heute mal drüber reden. Ja, also ich kann euch da nur zustimmen, so was wir in dem Film gesehen haben, diesen Rassismus gibt es natürlich. Und das Spannende war ja auch, wie du schon gesagt hast, es war ja an sich keiner da, der da belegt wurde. Und das ist auch so das Problem, was ich so wahrnehme, je weniger Ausländeranteil wir halt haben, desto höher ist auch der Rassismus, weil es einfach es nicht bekannt ist und da auch bestimmte Ängste bestehen. Und also wie es heute in Greiz war, das war purer Rassismus, also es ist ohne Worte wirklich, was da passiert. Ja, die Frage oder das Argument, dass offensichtlich die sehr rare Begegnung mit dem Fremden, mit Migranten, mit anderen Kulturen eher den Rassismus belebt, wird auch durch Zahlen auch aus dem Thüringen-Monitor nochmal belegt. Da haben die Frage gestellt, nicht nur sind Sie der Meinung, dass Deutschland überfremdet ist? Das haben um die 50% mit Ja beantwortet. Die haben dann auch gefragt, die Thüringer haben sie gefragt, und sind Sie auch der Meinung, dass Thüringen überfremdet ist? Erstaunlich, 26% haben da noch Ja gesagt. Und dann hat man die gleichen Leute gefragt, und sind Sie auch der Meinung, dass Ihr näheres Wohnumfeld auch überfremdet ist? Das waren noch 7%, die das kundgegeben haben. Also hier spielen offensichtlich auch sehr viel Stereotype, rassistische Voreinstellungen eine Rolle. Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, Herr Anwowski, was Sie gesagt haben. Wir sind uns, glaube ich, so habe ich Sie fast alle verstanden, der Auffassung, das war nicht übertrieben, was wir hier gesehen haben. Wenn man sich die Internet, die Online-Diskussionen ansieht, die Blogs ansieht, wie da bestimmte Berichte kommentiert werden, dann wird man sagen, das war hier eher noch harmlos. Und das passt durchaus rein. Und Sie haben festgestellt, das war eigentlich, ja, war das jetzt ein Rassist oder war das Nazi oder kann man das überhaupt unterscheiden? Der das zu meinem Freund meines Sohnes gesagt hat. Ja. Der hier vorne. Ja gut, der in der Art, wie er argumentiert hat, auf jeden Fall stark rassistisch, auf jeden Fall stark ausländerfeindlich. Ja. Der wurde ja stilisiert auch als Nazi dargestellt mit den kurzen Haaren. Also ich würde sagen, das sollte schon ein Nazi sein. Ja. Ja. Aber wie gesagt, was ich angesprochen hatte, ich glaube nicht, dass Nazis typisch sind für Deutschland, aber ich glaube, dass es in Deutschland Nazis gibt, die öffentlich, wie jetzt in Greiz oder an anderen Stellen, das Ganze transportieren können. Und ich glaube, das Schlimme ist, dass diese Rattenfänger, und das hat Marcel gerade, glaube ich, ganz gut gesagt, eben bestimmte Gesellschaftsgruppen erreichen und damit wie so ein Grundwasserspiegel steigen lassen. Und das finde ich fast das Gefährlichere, als da, wo man den Feind sieht, da kann man reagieren. Ne? Aber da, wo es so in die Breite geht, da wird es richtig schwierig. Es wird ja auch an bestimmte Ängste so angeknüpft. Ne? Also so diese Angst vor dem Fremden. Und es wird noch so geschürt. Und also wenn man sich ja auch mal so umhört, wie hoch ist denn der Ausländeranteil in Gerre? Was man ihnen da manchmal so für Zahlen entgegenwirft, das ist schon faszinierend. Und da setzen sie ja eben auch an. Und wir sind ja nur diese Bürgerinitiative und wir sind ja für euch da. Und das ist auch so das Gefährliche dabei. Ne? Das Verrückte ist ja, also wenn jemand einen VW fährt, dann sieht er immer VWs. Ne? Also wir haben eine Wahrnehmung. Und das Verrückte ist, weil wir so wenige Ausländer sehen, nehmen wir sie umso mehr wahr. Und zum Schluss verspeichert man irgendwie, wir hätten so unglaublich viele, weil sie so rausstechen. Und das ist genau paradox. Genau. Also meine Frau ist Schweizerin und die Schweiz hat schon in sich 4 Sprachen, 4 Kulturen und hat einen Ausländeranteil von 40%. Und das ist das Thema Rassismus erheblich weniger. Es gibt auch dort Nazis, es gibt auch dort Nazi-Gruppen, also muss man sagen. Aber das gesellschaftlich verankerte rassistische Denken ist erheblich weniger, eigentümlicherweise. Trotzdem haben wir diese komische Überfremdungsinitiative, die da neulich gewesen ist. Aber wenn Sie normalerweise mit Leuten reden, die alle sprechen ein paar Brocken aus einer anderen Sprache, die alle kennen Leute aus einem anderen Land, die haben Schulkollegen, die woanders herkommen, das ist bei uns erheblich weniger und dadurch wachsen Ängste. Könnte man denn sagen, dass es einen Unterschied gibt, ob jemand rassistisch argumentiert oder rechtsextremistisch argumentiert? Ist Rassismus eine Vorstufe des Rechtsextremismus oder ein Bestandteil? Und wie geht man mit den Leuten um? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ein wesentlicher Teil des Rechtsextremismus ist, aber da gehört dann, glaube ich, noch ein bisschen mehr dazu. Das
betrifft so Sachen wie die Ablehnung der Demokratie, dieses Führerprinzip, also alles, was so in die faschistische Richtung geht, das ist jetzt nicht bei jedem Rassisten unbedingt da. Und da muss man halt auch mal ganz ehrlich und selbstkritisch auch mit sich selber und auch anderen Menschen umgehen, dass es ja auch rassistische Züge in Teilen der Gesellschaft gibt, die eigentlich unverdächtig sind und die man jetzt nicht unbedingt nach rechts stecken würde im ersten Moment. Und da muss ich leider sagen, da fällt mir auch die Union beispielsweise ein, also die CSU speziell, die da, ich sag mal, Asylmissbrauch als Schlagwort in den Raum stellt, ohne dass das irgendwie belegbar wäre. Also da wird jetzt auch von der bayerischen CSU für den Europawahlkampf quasi ein Gesetz gegen Asylmissbrauch gefordert. Da hat man mal geguckt, wie sind denn da die Statistiken? Speziell geht es da auch um Sinti und Roma. Und da ist halt eine verschwindend geringe Zahl nachweisbar, wo das überhaupt ein Thema wäre. Trotzdem geht man in die Öffentlichkeit und fordert so ein Gesetz. Und da muss man, denke ich mal, drüber nachdenken, was das eigentlich auch gesamtgesellschaftlich anrichtet. Ja, zu Ihrer Frage. Rassismus ist ja ein bestimmtes Konzept, Menschen zu kategorisieren. Also irgendwann haben sich mal Leute, aber im 19. Jahrhundert schon, überlegt, dass es Rassen von Menschen gibt. Das ist also eine Frage von so. Und diese Rassentheorie haben die Nazis sich zu eigen gemacht. Wenn wir jetzt mal die Nazis außen vor lassen, dann muss ich sagen, und das sage ich als jemand, der einer C-Partei angehört und vom christlichen Menschenbild ausgeht, nach dem christlichen Menschenbild ist jeder Mensch ein Individuum, ein einzelner Mensch. Jeder Mensch hat eine eigene und besondere Würde und die kann ich nicht danach, wie er aussieht, wo er herkommt oder so festlegen. Das heißt, Rassentheorie ist eine nachträglich an die Menschheit herangetragene Theorie, die die Menschheit in verschiedene, sagen wir mal, auch Wertungsstufen unterteilt. Also ist überhaupt der Gedanke einer Rasse, letztlich sogar der Begriff Rassismus, wenn man es ernst nimmt, es gibt ja auch eine Initiative, das aus dem Grundgesetz zu streichen, den Begriff Rasse, eigentlich schon in sich feindlich gegen bestimmte Menschengruppen. Und das, glaube ich, ist das eigentlich Gefährliche, dass man Menschen in ihrer Würde, in ihrem Wert unterscheidet. Und zwar egal, nach Behinderung, nach Aussehen, nach geschlechtlicher Orientierung. Und das machen sich dann Gruppen wie Nazis zu eigen. Weil es ist immer gut, wenn man ein Feindbild hat und dann sage ich, diese Rasse ist jetzt mein Feindbild und dann kann man dagegen schießen. Ja, und du hast ja gefragt, wie stellen wir uns dagegen, was tun wir dagegen? Und ich glaube, fast alle hier am Tisch sind tatsächlich engagiert gegen Rechtsextremismus. Wir leisten zivilen Ungehorsam, wir arbeiten am Runden Tisch im Aktionsbündnis GH gegen Rechts. Wir sagen ganz klar, es gibt diese Grenze, eine Grenze der Toleranz, damit kann man nicht mehr tolerant umgehen mit Rechtsextremismus, mit Rassismus, mit Fremdenfeindlichkeit, mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und das müssen wir gemeinsam tun. Das ist jetzt unter uns Erwachsenen, wenn wir in der Jugendarbeit sind, wir haben den wunderbaren lokalen Aktionsplan in der Stadt Gera, auch da arbeiten wir sehr eng mit vielen Vereinen, Verbänden zusammen. Wir haben selber eigene Ideen, Uwe Heimowski, Tanja Toss, Marcel, die wir da richtig mit einbringen können. Und da können wir tatsächlich an Jugendliche ran, an Schüler ran, auch an Erwachsene mit wunderbaren Filmen und ins Gespräch kommen mit den Leuten. Und wenn ich im Jugendclub, und im Jugendclub gibt es die Tendenzen tatsächlich, dann muss ich mit den Jugendlichen reden. Und nur dieses Miteinander, dieses Vertrauen haben zu den Jungs und zu den Mädchen, das kann auch dazu führen, dass die mit mir gemeinsam mal das Thema bearbeiten und darüber reden und diskutieren. Und eventuell ihre Sichtweise, die sie vielleicht von Eltern mitbekommen, auch ändern können. Ja, ich finde es in dem Zusammenhang auch wichtig, wie Ines das sagte, Rassismus beruht ja ganz oft auch auf so Vorurteilen, ne? Dass man auch daran ansetzt und einfach aufklärt, also und auch so klassische Stammtischparolen einfach widerlegt, so, also die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg oder sowas, was ja dann auch klassisch ist, dass man einfach da dran bleibt. Jeder hat ja irgendwie Klischees und denkt auch ja irgendwie in Schubladen, um es einfach Sicherheit zu haben und es einzusortieren. Und das Wichtige ist dabei aber immer wieder, sich zu reflektieren und auch andere dazu zu bewegen, ihre Klischees und Gedanken zu reflektieren und darüber nachzudenken, ne? Und das auch abzugleichen mit der Realität. So. Ja, die interessante Frage ist ja, wir haben es angesprochen, das klassische... Die klassische Rassismustheorie ist ja widerlegt. Die Biologie sagt klar, es gibt keine Menschenrassen. Es gibt übrigens einen interessanten Film, der bei Arte läuft, die Aja, wer Gelegenheit hat, sich den anzusehen. Die Filmemacherin war übrigens auch schon zu Gast hier in Gera. Und das also auch nochmal widerlegt wird. Jetzt muss man sagen, wenn es
diesen biologischen Rassismus eigentlich nicht gibt. Der ist ja widerlegt. Wieso gibt es dann eigentlich überhaupt Rassismus? Lange Zeit war ja auch in Deutschland das Wort Rassismus verpönt aufgrund der Nachwirkungen, ne, des Faschismus. Man sprach lieber von Fremdenfeindlichkeit, von Ausländerfeindlichkeit. Mittlerweile spricht man wieder von Rassismus. Aber was ist da eigentlich gemeint, wenn man biologische Rassenunterschiede nicht meinen kann? Es gibt immer noch ein paar Leute, die das nicht wahrhaben wollen, aber die meisten, wenn sie rassistisch argumentieren, machen Sie das ja an anderen Kriterien fest. Wie könnte man denn das heute benennen, also wenn wir von dem biologischen Rassismus nicht mehr sprechen können? Ich denke, Ines hat ein gutes Wort gebraucht, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das heißt, es werden Menschen zu einer Gesamtgruppe zusammengezogen über ihre Sprache, über ihre Herkunft, über ihre Kultur, über ihre Geschlechtlichkeit und so weiter. Und dann werden sie als ganze Gruppe stigmatisiert. Ja, und dann macht es das einfacher. Es lebt sich ja immer einfacher mit einem Klischee. Ja, und ob ich das jetzt durchziehe Menschengruppen gegenüber oder einer Parteigruppe gegenüber, die sind alle so. Wir neigen ja dazu, dass wir Klischees aufbauen und dann uns an diesen Klischees abarbeiten. Und das, glaube ich, macht es richtig gefährlich. Und das macht es auch für die Leute gefährlich, die diese Brände stecken, weil die können das ganz schön, diese Bilder an die Wand malen und dann sagen, das sind die Bösen. Ja, aber die Frage ist doch, beginnt doch bei uns. Die Frage ist doch tatsächlich, hat nicht jeder selbst schon im Zusammenhang mit dem Wort Roma ganz bestimmte Vorurteile vor sich herlaufen? Und wir müssen mit uns, in uns schauen und auch mit uns arbeiten, Vorurteile abzubauen. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner hier im Raum ist, der Vorurteile nicht hat bisher. Ja, könnte man also sagen, dass Rassismus, wenn das so ist, Rassismus ja nicht nur ein Vorurteil ist. Rassismus besteht zu großem Teil aus Vorurteilen, aber es konstruiert auch Wirklichkeiten, es konstruiert Hierarchien und verfestigt Hierarchien und begründet, warum die einen überlegen sind und die anderen unterliegen. Insofern schafft es ja auch gesellschaftliche Strukturen oder stützt gesellschaftliche Strukturen. Die Soziologen haben also festgestellt, jemand kann Rassist sein, ist aber kein Rechtsextremist. Ist in einer ganzen Reihe von anderen, hat er ganz vernünftige Auffassungen. Er kann selber homophob sein und kann also ja, Homosexualität anerkennen und ist aber strikt antimuslimisch eingestellt. Ne? Das existiert nebeneinander und der politische Rechtsextremismus, das ist wirklich eine politische Ideologie, verfestigt, die noch eine ganze Reihe von anderen Elementen hat. Deswegen ist es auch immer wichtig, denke ich, wenn man mit Menschen draußen spricht, die sagen, ja, ich bin kein Rassist, aber dass man schaut, wo kann man noch mit ihnen argumentieren, weil viele werden dann sauer, wenn man sie behandelt, als wären sie ein Rechter und eigentlich haben sie nur, ja, sie stecken sie voll von Vorurteilen, haben Ängste, bestimmte Erfahrungen und die kann man abholen und kann mit ihnen reden. Das ist vielleicht doch mal eine wichtige Erfahrung, aber ansonsten steht ja auch die Frage, ist Deutschland eigentlich rassistisch? Und wenn ja, wieso? Ja, also ich würde da vielleicht eher mal mit der Frage anfangen, wie kommt das eigentlich, dass Menschen, ich sag mal, sich dafür öffnen, einen Sündenbock zu suchen und wenn sie den präsentiert kriegen, das dann auch anzunehmen. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie unsere Gesellschaft funktioniert, dass es da eben viele Menschen gibt, die sich wenig vertreten, wenig repräsentiert, wenig angenommen fühlen. Speziell auch in unserer Stadt, denke ich, ist das ein Thema. Und ich glaube, dass jemand, der wirklich integriert ist, der Raum hat, auch was zu machen und sich mit einzubringen, dass der gar nicht so empfänglich für solche Ideologien ist. Also muss man, denke ich, an diesen Voraussetzungen auch arbeiten. Und das ist dann etwas, was dann auch dann auf kommunaler Ebene irgendwo geschehen muss. Und ich glaube, da haben wir in Gera auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Dem würde ich diametral widersprechen. Ich kenne so viele Feindbilder von Leuten, die sich gesellschaftlich engagieren, die in ihren Parteien aktiv sind, aber Feindbilder vor sich hertragen. Also wer sagen muss, das glaube ich nicht, dass die Nicht-Integration in der Gesellschaft automatisch dazu führt, dass man Feindbilder entwickelt. Ich würde aber sagen, dass das das zumindest begünstigt. Also da können wir uns, glaube ich, drauf einigen, oder? Also wenn du damit sagen willst, dass diejenigen, die sich nicht in der Gesellschaft engagieren oder die sozial durchhängen, automatisch rassistischer sind, dann kriegen wir ein echtes Problem in der Argumentation. Was heißt automatisch? Aber die sind, zumindest gibt es eben Teile in der Gesellschaft, die sich nicht repräsentiert fühlen, die sich abgehängt fühlen und
gerade die sind dann eben auch in sozialen Brennpunkten beispielsweise auch empfänglich, wenn da so ein Hetzer kommt. Das denke ich ist in, dass ich glaube schon, dass da auch ein Zusammenhang besteht. Also den kann man ja auch im Thüringen-Monitor ein bisschen nachlesen, dass es auch mit den eigenen Zukunftsängsten zu tun hat. Da wird ja auch gemessen über Jahre, wie sich das so entwickelt mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und da stellt man halt auch den Zusammenhang her, dass es seit 2-3 Jahren in Thüringen wirtschaftlich und mit Arbeitsplätzen beispielsweise aufwärts geht und da beispielsweise besonders die Frauen aufgeholt haben. Und seitdem stellt man in dieser Befragung fest, dass es auch weniger Frauen gibt, die, ich sag mal, zu rechten Meinungen tendieren. Also ich würde sagen, den Zusammenhang kann man jetzt nicht ganz negieren. Natürlich gibt es das auch in allen anderen Bereichen. Natürlich haben viele Leute Feindbilder, aber man muss ja schon irgendwo schauen, wo man ansetzen kann und wo man irgendwo auch wirksam werden kann, auch auf kommunaler Ebene. Und die Frage möchte ich halt einfach auch diskutieren. Ich denke, ihr liegt gar nicht so weit auseinander in euren beiden Standpunkten. Es scheint so. Aber wenn wir jetzt gruppenpsychologisch auch mal an die Sache rangehen, dann ist es doch tatsächlich so, dass Menschen immer verschiedene Rollen einnehmen und dass Menschen auch Menschen suchen, von denen sie sich abgrenzen kann. Nun ist es natürlich der negative Fakt, wenn ich mich negativ abgrenze, wenn ich mich mit rassistischen Vorurteilen abgrenze. Aber der Fakt besteht, dass Menschen dies tun. Wir müssen uns das nur bewusst machen, wie weit gehen wir damit. Und wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, irgendwas ist in uns allen drin. Was lassen wir zu und wo gehen wir dagegen an oder wo gehen wir in das Miteinander mit den Menschen? Vielleicht liegen Sie auch beide gar nicht so weit auseinander. Also es gibt ja Untersuchungen, die sagen wirklich, also die Unterprivilegierten, also die von Armut betroffen sind, von Ausgrenzung, neigen eher dazu. Aber was mich immer wieder überrascht, es gibt einen starken Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, auch gerade unter den sogenannten besseren Schichten, unter Bildungseliten gibt es einen starken Rassismus, sodass eben Rassismus mehr ist als das Vorhandensein einer geballten Menge an Vorurteilen. Ne? Das ist wirklich ein gesellschaftliches Problem, aber Sie wollten das sagen. Ja, danke. Die Eingangsfrage war ja, und ich will gar nicht diskutieren, ob die jetzt exakt genug gestellt ist, ist Deutschland rassistisch, ist das also was Typisches, wie es am Eingang bei dem Film zur Diskussion war, da waren wir eigentlich alle einig, das will ich nochmal bekräftigen. Ich halte es für ganz was Wichtiges, dass wir, und das tun wir gemeinsam, das tun wir seit vielen Jahren in dieser Stadt auch, alles dafür tun, dass Deutschland und auch nicht Gera einen rassistischen Aufkleber bekommt, aus dem einfachen Grund, wir brauchen all die Menschen, die in dieses Land kommen, viele von denen arbeiten und leben hier. Ich habe es schon mal mit Freude gesehen. Ines Wegner hatte damit schon mal angefangen. Der Uwe Heimowski hat es jetzt bekräftigt. Es ist ein Thema, was es gibt. Ja, das wollen wir in keinster Weise ignorieren und auch nicht runterdiskutieren. Aber ich denke, wir sind in einem Agieren ganz, ganz einig und über viele Jahre auch stark und erfolgreich. Wir wenden uns dem Thema der Integration von Leuten, die in unserer Stadt leben wollen, hier arbeiten, ganz intensiv zu. Wir haben also unheimlich viele Angebote, ein Zusammenleben, ein Zusammenarbeiten zu organisieren. Das ist auch an vielen Stellen sehr erfolgreich. Ich kenne das in allen Ebenen, kann selber sagen, Freunde ganz vieler Nationalitäten auch in dieser Stadt zu haben. Das Gera ist internationaler, als es meistens bekannt ist. Da sind wir uns auch einig in allen unseren Veranstaltungen. Und mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe einen Neffen, der geht jetzt in die 3. Klasse. Das sind also mehrere Nationalitäten in einer Klasse. Das hat einen sowas von Normalität im Umgang bekommen, dass ich glaube, das sollten wir so stehen lassen und die gar nicht erst auf die Idee bringen, dass es da irgendetwas gibt, was nicht ganz normales Zusammenleben, Zusammenlernen etc. ist. Die spielen wie Freunde, egal wo die herkommen. Und wenn es andere Erfahrungen gibt, muss man sicherlich noch weiter viel tun. Aber ich denke, diese positiven Beispiele liegen mir viel, viel mehr am Herzen, als zu zeigen, das kann ganz normal funktionieren. Und es funktioniert auch. Danke. Also ich habe das nun tatsächlich schon wieder anders erlebt. Wie gesagt, der Freund meines Sohnes sieht ein wenig anders aus. Und er ist tatsächlich verbal angegriffen worden von Gleichaltrigen. Das war im Alter von 11, 12 Jahren, was natürlich das Positive war, dass seine Freunde ihm beistanden und ihm halfen. Aber es ist nicht so, dass sie einfach akzeptiert werden, selbst in dem Alter. Und das sind
Kinder, das sind Jungs oder Mädchen, die damit zu kämpfen haben, wenn sie so herabgewürdigt werden. Und ja. Und ich wollte noch ergänzen, es gibt halt auch noch Menschen, die eben noch nicht hier arbeiten können und die nicht jeglichen Zugang zur Gesellschaft bekommen, ne? Also Thema Flüchtlinge so. Und ich finde schon, dass da noch Steigerungspotenzial ist bei dem Thema. Ja, neulich hat mir jemand erzählt, erlebt es aus dem Kindergarten, ein Dreijähriger sagte zu einem Kind mit Migrationshintergrund, neben dem will ich nicht sitzen. Das ist erschreckend. Woher hat ein Dreijähriger so eine Einstellung? Muss man nach dem Elternhaus sicher fragen. Und das zeigt also, wie tief sich zum Teil rassistisches Denken in die Gesellschaft also schon eingefressen hat. Um die wir, wie schwer es auch wird, damit umzugehen. Und wenn man sich Berichte ansieht von Migranten, von Flüchtlingen, von Asylbewerbern, wie sie zum Teil in der Gesellschaft behandelt werden, wie ihnen Menschen begegnen, mit Misstrauen und mit Vorbehalten, welche Erlebnisse sie auf den Behörden zum Teil auch haben, auch mit der Polizei, dann ist ja wirklich ein Problem. Und nicht umsonst gibt es eine ganze Reihe von Initiativen, die immer wieder sagen, wir brauchen eine Willkommenskultur. Das ist eine ganz große Aufgabe, also auch der Kommunalpolitik dazu beizutragen. Und das wäre jetzt meine Frage, welche Chancen sehen Sie hier in Gera, wenn Sie dann in kommunalpolitisch erfolgreich tätig sind, neben Ihrer ja eh schon großen ehrenamtlichen Engagement zur Entwicklung dieser Willkommenskultur beizutragen? Ich finde, Willkommenskultur ist nach meiner Ansicht noch gar nicht weit genug. Also die Leute willkommen heißen, ist das eine. Aber wenn wir dann irgendwann dort sind, dass wir die Leute auch tatsächlich anerkennen, auf gleicher Augenhöhe und mit allen gleichen Rechten, die wir hier auch haben, ich finde, irgendwie das ist das Ziel. Also wie gesagt, willkommen heißen ist schön und gut, aber wir müssen zu diesem Punkt kommen, dass wir sie auf gleicher Augenhöhe mit gleichen Rechten hier begrüßen und empfangen können. Ja, also ich würde gerne noch mal was sagen zu diesen Erfahrungen im Kindergarten, um da noch mal kurz zurückzukommen. Natürlich wird im Kindergarten auch der ausgegrenzt, der nicht die gleichen Turnschuhe hat wie jemand anders oder nicht das Hello Kitty T-Shirt oder so. Insofern sind es nicht immer nur rassistische Erfahrungen, die was mit Ausgrenzung zu tun haben. Und natürlich bieten sich die wenigen Ausländer umso mehr an, weil sie sich umso mehr unterscheiden. Aber dahinter stecken noch ganz andere Strukturen, nämlich wie sehr müssen alle Menschen gleich sein. Es ist 30 Jahre her, da konnte hier manch einer kein Abitur machen, nur weil er in der Kirche gewesen ist und so weiter. Also es gibt viele, viele, viele Momente, wo Gesellschaft dazu neigt, alles gleich zu machen und der irgendwie anders ist, der bunt ist, der rausfällt oder so, der wird diskriminiert. Und insofern fängt das schon viel früher an, nämlich zum Beispiel zu sagen, dass ich den politischen Gegner als Menschen respektiere, dass ich den, der Christ ist oder nicht Christ ist, als Menschen respektiere, dass ich den, der eine andere Lebensentscheidung hat, als Menschen respektiere. Das fängt also viel, viel tiefer an und hat nicht nur zuerst was mit Rassismus zu tun. Und dann noch eine konkrete Sache zu Ihrer Frage. Du hast vorhin gesagt, ne, die Roma, da haben wir alle was vor Augen. Ich kenne Roma, das heißt, was ich vor Augen habe, ist ein Name, eine Familie, ein Kind und dann verändert sich was. Sobald ich jemanden kenne, sobald ich eine Beziehung zu dem habe, sobald ich weiß, was dessen Geschichte ist, kann ich mich auf den einlassen. Und dann sind das nicht mehr die Roma, sondern dann ist es die Familie, mit der ich was anfangen kann. Und ich glaube, das wiederum geschieht über Begegnung. Und da finde ich auch den lokalen Aktionsplan so klasse und auch was die Tanja im Freundeskreis für Flüchtlinge macht und auch manche andere, weil es geht um Begegnung. Wie trifft man sich? Wie lernt man sich kennen? Wie weiß man was über die andere Kultur? Was haben die für eine Geschichte? Wo kommen die her? Warum sind die so? Manchmal muss man sich erinnern, mein Name ist Heimowski, das heißt, mein Vater kommt aus Polen, meine Mutter kommt aus Litauen. Ich habe selber eine Migrationsgeschichte, obwohl ich selber nicht migriert bin. Das ist eine Geschichte in Deutschland. Wir haben einen Großteil von Menschen hier, die sind vor ein paar Jahrzehnten gegangen, geflüchtet, umgezogen. Wir haben im Moment eine riesen Migrationsbewegung, dadurch, dass Leute wirtschaftlich weggehen müssen aus Gera und anderen. Wir haben ja ganz vieles, was da ist. Und das müssen wir mal reflektieren, das müssen wir in Verhältnis setzen. Wir nennen Leute Wirtschaftsflüchtlinge, wenn die Familien verhungern. Das sind keine Wirtschaftsflüchtlinge, das sind Menschen, die danach sich sehnen, dass sie ihre Kinder satt kriegen und dass sie eine ordentliche Schulbildung kriegen. Also wir haben so viele Themen, denke ich, die damit zu tun haben, die wir wahrnehmen müssen, die wir in unsere eigene Geschichte mal integrieren müssen. Und da ist ganz, ganz viel Begegnungs- und Bildungsbedarf.
Das ist ein Punkt, das kann ich bestätigen. Ich war so viele Jahre der Vorsitzende der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft in Thüringen und wir haben mit einem ganz verrückten Phänomen zu tun gehabt. Leute, die also nie mit irgendeinem rumänischen Staatsbürger oder jemand einer solchen Herkunft zu tun hatten, die keinen Fuß in dieses Land gesetzt haben, wussten, dass es also schwieriges Volk sind, schwierige Menschen. Ganz kompliziert gewesen, das in irgendeiner Weise auszuräumen. Das Land hat dort viel gemacht im Hinblick auf touristische Aktivitäten, die wir versucht haben, hier in Thüringen bekannt zu machen. Und es ist de facto wirklich nicht gelungen, Leute dort hinzubringen, in einer größeren Zahl zumindest, die also für das Land sehr hilfreich gewesen wären. Tourismus als Wirtschaftskraft brauche ich, glaube ich, nicht lange erläutern. Und das ist bis heute ein Thema, wie Sie wissen. Nichtsdestotrotz, mir liegt also stark dran und wir hatten nun schon den Schlenker in diese Richtung bekommen, das würde ich gern weiter verfolgen wollen. Wir tun ja was gemeinsam in dieser Stadt. Du hast vollkommen recht, Tanja, wenn du sagst, das geht also über das Maß von Willkommenskultur weit hinaus, das muss auch darüber hinausgehen, geht um Integration von Mitbürgern, egal welche Nationalität, wenn sie denn hier leben und arbeiten wollen. Und es gab da eine gute Zeit, wo also auch Gelder zur Verfügung gestanden haben, Bundesministerium Zusammenarbeit, beziehungsweise die GDZ, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, das heißt einfach so. Und was eine ganz wunderbare Lösung gewesen ist, die Ausbildung natürlich insbesondere von jungen Menschen. Wir haben das speziell im kaufmännischen Bereich gemacht. Das hat also mindestens die Möglichkeit gegeben, diese jungen Menschen hier nach Thüringen zu bringen, um also irgendwo auch berufliche Erfahrung zu gewinnen und umgekehrt Unterstützung vor Ort zu leisten. Alle Leute, die da durch die Ausbildung gegangen sind, das Projekt ging 7 Jahre lang, haben also dort Arbeit auch in Rumänien gefunden, haben Arbeit hier bei deutschen Firmen gefunden. Ich denke, es war ein wunderbares Beispiel zu zeigen, dass so eine Integration und Zusammenarbeit auch wieder ganz einfach gehen kann. Das gilt sicherlich fortzusetzen. Das würde ich mir auch wünschen, dass das mit anderen Ländern passiert. Und ich stelle immer wieder fest, wenn wir da gemeinsam Aktivitäten in einer ganz ausgeprägten Weise zum Erfolge bringen, ist das also auch eine lohnenswerte Aufgabe, die diese Vorbehalte nicht nur abbaut, sondern de facto auch alle Lügen straft, die was anderes sagen. Das wäre mein Weg, dem zu entgegnen. Und das ist, glaube ich, auch die beste Form der Auseinandersetzung. Du hast gefragt, wie wir das politisch im Stadtrat umsetzen könnten. Also ich hoffe sehr, dass die Menschen das Vertrauen in uns legen und sagen, ihr kommt jetzt in den Stadtrat und würde mit den SPD-Worten reden, mit frischem Wind in den Stadtrat. Herr Kneiss, ich nehme es jetzt mal raus, Sie sind schon drin. Also das würden dann die Leute, die neben mir hier sitzen und Marcel natürlich betreffen, ganz logisch. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas anders machen würden. Das, was erreicht worden ist, zum Beispiel Gutscheine, das haben zum Beispiel Uwe Heimowski, Tanja Toss mit den Leuten vom Freundeskreis erreicht. Ich weiß nicht, ob du da auch mitgewirkt hast, aber du hast ja auch in ganz vielen Sachen mitgewirkt. Der Maßnahmeplan des Runden Tisches, den haben wir gemeinsam erarbeitet. Der soll gemeinsam mit den Menschen dieser Stadt umgesetzt werden. Der lokale Aktionsplan, den wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, unsere Proteste. Auch bei euch dieses Miteinander auch mit den Menschen in der GU. Also ich glaube nicht, dass man das im Gemeinschaftsunterkunft, genau, dass man im Stadtrat da jetzt noch besonders neu ist, sondern das kann man tatsächlich im Rahmen seines Engagements bewältigen. Also da muss man auch sagen, Gera hat ja, ist ja durchaus fortschrittlich in einer ganzen Reihe von Regelungen, du hast das schon gesagt, mit der weggefallenen Gutscheinregelung, dann gibt es auch kein klassisches Flüchtlingsheim, das sind Wohnungen, alle in einem Haus, aber die Leute können doch separat wohl leben, habe ich mir sagen lassen. Es ist noch nicht das, was man haben möchte.
Und da gibt es ja auch immer Für und Wider. Ne? Sind sie da besser geschützt, wenn sie zusammenleben? Oder ist es doch besser, man sekretiert sie in die einzelnen Wohngebiete? Da wird sicher zu diskutieren sein, was man da machen kann. Und was sich überall immer wieder bewährt hat, außer sind Begegnungsstätten. Begegnungsstätten von Flüchtlingen, von Asylbewerbern mit der einheimischen Bevölkerung, dass man gegenseitig diese Schwellenangst, die es gibt, also abbaut, dass es eben Berührungen gibt und dass man hinter dem Namen, also Roma, nicht nur jemand sieht, der einem heimlich die Wäsche von der Leine nimmt, sondern das ist ein ganz sympathischer Typ, mit dem man sich unterhalten kann und dem man erzählt und der eine Familie hat. Willst du widersprechen? Ich würde kurz noch ergänzen. Ist es an? Ich würde ganz Ich würde gerne ergänzen wollen, also wir müssen uns, glaube ich, schon auf eine steigende Zahl von Flüchtlingen einstellen. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Illusion machen bei dem, was in der Welt so los ist. Und ich würde mich schon auch dafür stark machen wollen, dass verstärkt auch dezentral untergebracht wird, weil ich glaube, das ist schon, das schon hilft, auch Vorurteile aufzulösen, wenn mal eine Familie in einem Wohnblock freundlich grüßt am Briefkasten, als wenn die alle in einem Block quasi zusammenleben und da auch jetzt nicht täglich so ganz normal im Alltag Begegnungen mit vielen Menschen stattfinden. Also ich glaube schon, dass wir da auch drüber reden sollten, dass wir auch in Gera dezentral in Zukunft einen Schwerpunkt setzen. Ja, also Bernd, ich widerspreche dir da ungern, aber es ist nicht so, dass die Gemeinschaftsunterkunft, dass da jede Familie ihre eigene Wohnung hat. Ja, es gibt dort Wohnungen, aber die sind auch mit unterschiedlichen Leuten belegt, unterschiedlichen Nationalitäten. Und derzeit, du hast es gesagt, die Flüchtlingszahlen steigen, die GU ist voll. Und dort stehen jedem Flüchtling 6 Quadratmeter zur Verfügung. Ja, da kann man sich mal vorstellen, wie viel Platz da jeder hat und ob wir damit zufrieden wären. Und da finde ich Gera jetzt nicht so fortschrittlich. Also ich würde auch lieber die dezentrale Unterbringung für die Menschen wollen. Und auch mit der Gutscheinregelung waren wir so ziemlich mit die Letzten, die abgeschafft haben. Also es ist Luft nach oben. Ich würde gerne auch noch ein, zwei Sachen aufgreifen, um es nicht zu idealisieren. Was zum Beispiel eine Gemeinschaftsunterkunft so schwierig macht, ist, Rassismus ist eben kein nur deutsches Phänomen, sondern auch andere Menschen bringen rassistische Vorurteile mit. Und dann kann es sein, dass jemand, der aus Tschetschenien kommt, keine Afghanen mag. Oder ne, jemand, der aus dem Iran kommt, keine Türken und so weiter. Das heißt, wenn ich also Menschen, die ich pauschal Flüchtlinge nenne, einfach zusammenstecke, dann habe ich aber zig verschiedene Kulturen, dann habe ich zig verschiedene Art und Weisen, wie Männer mit Frauen umgehen, wie man kocht, wie man tanzt, bis wann man seine Kinder ins Bett bringt und so weiter. Und wenn ich das alles zusammenbringe, dann führt es dazu, dass da was hochkocht, und dann eskaliert etwas. Und das wiederum führt dann dazu, dass möglicherweise zum Beispiel eine Kriminalitätsrate steigt, die man dann herrlich ideologisch, rassistisch gebrauchen kann. Schauen Sie hin, ne? Die Asylbewerber, die sind alle kriminell oder so. Das kann aber auch damit zu tun haben, wie sie untergebracht sind. Das kann damit zu tun haben, dass sie keine Gelegenheit haben zu arbeiten, gar keine Arbeitserlaubnis bekommen, selbst wenn sie wollten. Also es gibt so viele Gründe, die da sind. Also da müssen wir schon noch eine ganze Menge tun. Und da muss ich sagen, da ist das, was bisher läuft, schön, aber da gibt es schon noch eine Menge mehr zu tun. Leider, manches davon kann man eben nicht kommunal regeln. Ich freue mich, dass die Stadt Gera immer mehr dazu übergeht, wirklich in eigene Wohnungen zu gehen. Noch ein Stichwort aufnehmen, Tanja, du hast gesagt, oder ich glaube ja, du warst das, dass man erzählt, ne? Man trifft sie und erzählt. Das wäre ja so schön, wenn man das könnte, aber ich kann nicht Parsi und ich kann auch nicht Rumänisch. So. Und viele, die kommen, können auch nicht Deutsch. Weil die nämlich bei ihrer Flucht noch gar nicht wussten, wo irgendein Schlepper sie hinbringt oder so, nicht wussten, wo sie landen und so weiter. Sich bemühen, lernen, aber es ist schwierig. Es ist schwierig. Und lernen Sie mal eine neue Sprache, wenn Sie auch noch traumatisiert sind, nachts nicht schlafen können, eigentlich Depressionen haben, Zitteranfälle und so. Das heißt, diese Begegnungen sind eben nicht einfach nur so möglich, wie ich mit meinem Nachbarn mir begegne, sondern da braucht es eben tatsächlich auch Fachpersonal. Ne? Und dann sind wir wieder bei der Politik. Da braucht es Leute, die die Brücke schlagen. Da braucht es genügend Dolmetscher. Da braucht es Tagesstätten, wo man qualifiziert damit umgehen kann. Da braucht es medizinische Betreuung und so weiter. Also da ist schon eine ganze Menge Bedarf, damit diese Begegnung überhaupt passieren kann. Leider ist sie oft gerade mit Flüchtlingen, nicht mit sonstigen Migranten, die hier leben, aber gerade mit Flüchtlingen sehr, sehr schwierig. Also ich hatte ja in Vorbereitung auf diese Sendung heute auch nochmal ein Gespräch mit der städtischen Verwaltung und diese Sichtweise habe ich mir zu eigen gemacht und es gab den Vorschlag,
dass man, wenn die Möglichkeit besteht, dass man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mit der städtischen Verwaltung zusammen mit den Beauftragten dieser Runde nochmal sich zusammensetzt und da einen Meinungsaustausch also führt, wo man sagt, was müsste schneller nach vorne bewegt werden. Ich kann hier erkennen, es gibt große Übereinstimmung, vielleicht so etwas wie einen demokratischen Konsens der Parteien untereinander, auch wenn man in anderen Punkten vielleicht anderer Meinung sein kann. Das schaffen wir aber heute nicht mehr, darauf einzugehen, wobei mich das auch gefreut hätte, wenn wir noch mehr Streit vielleicht hätten aufziehen lassen können. Aber es gibt auch hier sehr viel Gemeinsamkeiten, es ist sehr viel bewegt worden, das muss man feststellen, und offensichtlich ist man sich auch einig darüber, was doch alles zu tun bleibt. Denn die Sprache ist ein großes Problem. Viele Asylbewerber sagen sich, die verstehen uns gar nicht. Ich verstehe auch niemanden. Kann denn nicht jemand, wenigstens auf der Behörde, Englisch mit uns sprechen? Es gibt ja Asylbewerber, die Englisch sprechen. Das ist ein großes Problem. Was mit den Kindern also wird, ob die zur Schule gehen können, ist ein Problem. Und die überhaupt, die Leute in die Gesellschaft integriert werden können. Die fühlen sich da also ausgeschlossen. Ich hätte nicht geglaubt, dass eine Stunde so schnell vergehen kann. Wir sind auch noch nicht ganz fertig. Ich habe, danke, dass Sie die vielen anderen Fragen zurückgehalten haben. Ich habe hier zwei bekommen. Also das eine ist eine Anregung, kann ich nur ganz kurz Ihnen zur Kenntnis geben. Das ist vom Seniorenbeirat und der wünscht sich, dass also die Kontaktaufnahme und Einbeziehung der Seniorin mit ausländischem Hintergrund mit dem Ziel einer entsprechenden Seniorenorganisation zu gründen, die im Seniorenbund mitarbeiten kann und will. Da wünscht man sich Unterstützung. Das ist hier gehört worden. Da kann man mit der Frau Hauschild, ich glaube, ich darf ihren Namen nennen, weil da hier drauf steht, Kontakt aufnehmen. Eine Frage, die hier kommt, kurz und knapp, wie geht es weiter mit Rock für Deutschland in Gera? Ich glaube, die Frage wollen wir als letzte noch beantworten. Und das würde ich gerne jetzt nochmal in die Runde geben. Hoffentlich gar nicht. Also das ist ja, glaube ich, das Ziel, was wir hier alle haben, dass dieses blöde Nazi-Konzert hier nicht mehr stattfindet. Aber dazu bedarf es natürlich eine Menge Leute und verschiedener kreativer Aktionsformen. Falls die Frage darauf abzielte, ob man das nicht einfach verbieten könnte, das wird leider so einfach nicht sein. Wir können aber hoffen, dass mit einem NPD-Verbot es uns zumindest ein wenig leichter gemacht wird. Ansonsten gilt es im Juli, möglichst zahlreich zu den Gegenaktivitäten zu erscheinen. Wir haben mit vielen, vielen Menschen so eine Idee für ein Culture Street entwickelt, momentan schon. Und um wirklich die Zivilgesellschaft abzuholen und mit denen gemeinsam gegen dieses Nazi-Konzert zu demonstrieren. Mit allen möglichen Geschichten, mit Kultur, mit Höhepunkten, mit allem drum und dran. Und was mich daran freut, dass da Menschen mitarbeiten wollen und auch die Ideen mitfinden, die weder am runden Tisch sind, noch im Aktionsbündnis engagiert sind, die aber wissen, ich muss jetzt hier was dagegen tun, mich kotzt das an, zu Deutsch gesagt, und ich möchte jetzt hier tatsächlich neue Formen finden, um mitzumachen. Wir haben schon mehrfach versucht, mit neuen Formen umzugehen. Wir sehen persönlich nur eine Form, das zu verhindern. Das werden wir jetzt hier so nicht kundtun, sicher in anderen Runden. Aber so wie die Planungen momentan sind, können wir nur alle aufrufen, uns zu helfen und zu unterstützen und einfach richtig gegen die Rechten zu demonstrieren. Was sagen Sie, was sagt er eigentlich immer zu dem Vorwurf, zu dem Argument, das man oft hören kann, ja, zum Rockverzeug, da gehen die Rechten hin und die Linken. Normaler Bürger hat da eigentlich nichts zu suchen. Da gehen die Rechten hin, also die Nazis und die Linken. Und die machen dort Krawall und ein normaler Bürger bleibt da eigentlich zu Hause. Ja, also ich finde nicht, dass man links sein muss, um Nazis scheiße zu finden, sondern das sollte eigentlich eine normale Geschichte sein, und die finanzieren sich dort, die rekrutieren und verfestigen ihre neuen Mitglieder dort, und ich würde mir da durchaus auch wünschen, dass sich neben Grüne, Linke und SPD auch alle CDU und anderen Parteien und dass sich wirklich alle Parteien möglichst so damit auch dran und beteiligen. Kirchen und Gewerkschaften, die jetzt schon dabei sind, genau, dass die auch weiter mitmachen. Bei manchen wünsche ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr, muss man mal so sagen. Danke.
Also dazu, um das nochmal zu sagen, also vor 2 Jahren ist was Unsägliches passiert. Die Ministerpräsidentin hält eine Rede, engagiert sich aktiv gegen Rock für Deutschland und dann dreht das Mobil, das die ganze Sache da angeführt hat, die Demonstration laut auf und hat ihre Rede unterbrochen. Und wenn dann Leute sagen, da gehe ich nicht mehr hin, weil ich einfach in meinem demokratischen Recht beschnitten werde und das von links, das ist eine Katastrophe. Wir müssten wirklich an der Stelle erkennen, es gibt hier einen gemeinsamen Feind und der heißt Nationalsozialismus. Der Feind ist nicht die bürgerliche Mitte, sondern der Feind ist, dass da wirklich Nazis in unserer Gesellschaft aufstehen und dass die anfangen, wirklich junge Menschen und alle möglichen Menschen irgendwie zu indoktrinieren, rassistisch sind. Und da wünsche ich mir, dass alle Beteiligten sagen, es ist super, ich mache als Antifa eine Demonstration, aber in der Kirche darf auch ein Friedensgebet sein und dort darf das sein. Also wir brauchen einen ganz breiten gesellschaftlichen Konsens. Und wenn da der eine den anderen wieder ausgrenzt, also dann sind wir blöd. Das Friedensgebet, was dann auch jedes Jahr stattfindet, bringt immer unheimlich viele Menschen zusammen, die sagen, wir gehen jetzt mit zu den Protesten und zeigen unsere Meinung ziemlich deutlich. Und das darf man eben nicht vergessen, dass es wirklich viele Vereine, Gruppen, Parteien und auch Kirchen sind, die hier mitmachen. Und die Kirchen, das Friedensgebet ist immer ökumenisch, ne? Ja, ich würde das jetzt als Schlusswort nehmen müssen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen für die Art und Weise, wie Sie hier engagiert geantwortet haben. Sie arbeiten ja nicht nur engagiert, Sie haben das auch, glaube ich, sehr gut rübergebracht. Dafür herzlichen Dank. Und ehe wir uns ganz verabschieden, gibt es noch einen Film zum Abspann, der zeigen kann, wie multikulturell auf eine sehr sympathische Weise funktionieren kann. Dankeschön. My city, your city, our city, yeah, we run this city. So don't feel silly, cause the city's so pretty, plus the city's so illy, yeah, we love this city. This right here for the people of my town. Everybody know the sound, so it's going down. Nobody knows that we're living better now. We keep it moving from the north to the south. Everywhere I be, my city all in your mouth. We like a summer sunny day with no rainy clouds. Every time you hear this, your mouths turn up loud. So that everybody knows that we all about. Yeah. So fresh, we ain't got stress. Then everything is cool, so tell them we the best. Not black and yellow, but this is doper than that. No Wiz Khalifa, I'm an old school killer. I bring it back to the back. Chill and relax and listen carefully to this track. It's about where I live and where my heart is. Got love for my city, it is how it is. My city, your city, our city, yeah, we run this city. So don't feel silly, cause the city's so pretty. Plus the city's so illy, yeah, we love this city. My city, your city, our city, yeah, we run this city. So don't feel silly, cause the city's so pretty. Yes, the city's so illy, yeah, we love this city. I'm in love with my city, I bought for my city, I fought for my city, boy I rock for my city. November 6, 2004, your boy came to explore, but Minister told him how to get to the core. And that's about knowing her, I'm talking about the people that I'm living with. Different nationalities and possibilities, a melting pot. She will never stop, she will never drop, always gotta be on top, that's the number one spot. And the Lord knows she's beautiful, I can't get enough of her. People out of town coming just to F with her, see that's unfair. But she's never in despair, plus she got a strong heart, but she's gotta be there for her children. 1648 was fairly in peace. 2K11 was wagging with the peeps. Sightseeing is marvelous, education is marvelous. Mr. Marvelous, marvelous. My city, your city, our city, yeah, we run this city. So don't feel silly, cause the city's so pretty. Plus the city's so illy, yeah, we love this city. My city, your city, our city, yeah, we run this city. So don't feel silly, cause the city's so pretty. Yes, the city's so illy, yeah, we love this city. Hands up for my city, stand up for my city. Everybody know we run this city. Young kids full of ambition and big dreams. Give it out to the max and know that they succeed. Put your hands up for my city, stand up for my city. Everybody know we run this city. Young kids full of ambition and big dreams. Give it out to the max and know that they succeed. My city, your city, our city, yeah, we run this city. So don't feel silly, cause the city's so pretty. Plus the city's so illy, yeah, we love this city. My city, your city, our city, yeah, we run this city. So don't feel silly, cause the city's so pretty. Yes, the city's so illy, yeah, we love this city. My city, your city, our city, yeah, we run this city. So don't feel silly, cause the city's so pretty. Plus the city's so illy, yeah, we love this city. My city, your city.
city holler. Our city, yeah, we run this city. So don't.